Hallo und herzlich willkommen zurück zu Factorio. So, erstmal kurz die Forschung wieder reinknallen hier. Was nehmen wir da? Was nehmen wir da? Was nehmen wir denn? Wir nehmen das. Ist mir jetzt gerade mal egal. So. Gut. Mir ist was aufgefallen. So, wir haben ja hier Flüssiggas. Das brauchen wir fürs Plastik. Und wir haben hier dieses Leichtöl. Ne? Und mir ist aufgefallen, wir können aus Leichtöl Flüssiggas machen. Wir können es zu Flüssiggas spalten. Und zwar mit Wasser und Leichtöl. Und dann hätten wir Flüssiggas. Das heißt, wir hätten noch mehr Flüssiggas. Und wir brauchen Flüssiggas für die Plastikproduktion. Das heißt, ich könnte beide Dinger hier verwenden, verwerten, wie auch immer, keine Ahnung. Und das rausballern, dass wir noch mehr Flüssig, also das hier Flüssiggas umwandeln, dass wir noch mehr Flüssiggas haben, daraus können wir Plastik machen. Dann haben wir unser Plastikproblem gelöst. So, soweit so gut. Das sollte irgendwie in der Theorie erstmal alles funktionieren. In der Praxis ist doch nochmal eine andere Sache. Wasser habe ich hier unten. So. Ich denke mal, das ganze Umwandeln, das mache ich in einer Chemiefabrik, das dachte ich mir. Chemiefabriken habe ich höchstwahrscheinlich nicht dabei, würde ich mal behaupten. Nö. Dann mache ich doch gleich mal ein paar. Ich werde sie eh brauchen. Was haben wir hier Schönes? Aha. Sieht nicht schlecht aus, ne? Machen wir. Machen wir, nehmen wir. Genau. Ich werde eine Pumpe benötigen. Die können wir schon mal platzieren. Machen wir hier direkt. So. Zack, zack. Jetzt gucken wir mal, dass wir das irgendwie alles so hinbekommen. Dann können wir ein bisschen Platz schaffen. Dann werde ich hier unten Flüssiggas produzieren. Habe ich hier noch Tanks? Ja, Tanks kann ich nicht so viele bauen. Fehlt mir natürlich wieder. Ne, Stahl fehlt mir noch nicht mal. Was fehlt mir denn dann? Eisenplatten. Ja, ist auch ein Traum. Das ist auch so ein Ding, was mir immer fehlt, ne? Vielleicht machen wir es hier einfach. So, haben wir Chemiefabriken, haben wir. Gut, dann würde ich sagen, machen wir so. Und zwar Abstand so, so. Machen wir mal so drei Stück. Sollte erstmal reichen. Dann machen wir, das wollen wir zu Flüssiggas umwandeln. So, das heißt, der hat dann hier unten. Da rechts hat er das Wasser. Okay. Rechts hat er den Wasseranschluss. Wir brauchen von den Unterführungen auf jeden Fall welche. So, sollte das passen. Genau. Kann ich das hier. Ist aber nicht schön. So. Das ziehen wir einmal hier runter. Das ist ein Baum. Ne, zwei. Dann geht's ja. Jetzt dachte ich schon, das ist ein Baum, aber nein, es sind zwei. So, ist auch nicht schön, aber es ist mir egal jetzt. Jetzt wird der Punkt, wo es mir egal ist. So schnell geht das. Genau. Und hier müssen wir das ganze Zeug dann einmal darunter leiten. Das sollten wir hinkriegen irgendwie.
Also zum einen benötige ich das gleich da vorne. Das heißt, die lege ich mir schon mal dahin. Da kann ich das dann auch gleich noch anstöpseln. So. Den kann ich mal so kurz hier rüberlegen. So, das reicht schon. So, dass ich den hier runterlegen kann. So, das hätten wir auch mal versorgt. Dann braucht das Ganze natürlich noch Strom. So, Strom soll es kriegen. Es macht Flüssiggas. Das ist sehr gut. Die Flüssiggas-Dinger-Ausgabe. Was mache ich denn da? Bin ich besoffen? So. Die. Wie kann man sie denn so doof bauen wie ich? So. Produzieren jetzt die ganze Zeit Flüssiggas. Das ist sehr schön. Aus dem Flüssiggas möchte ich Kunststoff machen. Das mache ich auch wiederum in Chemiefabriken. Die ich mal kurz umdrehen werde. Zwei. So. Das passt auch soweit. Ich werde das Ganze mal kurz einstellen auf Kunststoff. So. Auf Kunststoff hätte ich das. Okay, das kann ich alles auf Flüssiggas machen. Das passt soweit. Das heißt, ich muss hier eigentlich nur ein großes Rohr durchziehen. Und das kann ich dann einfach hier hochziehen. Zack. So, dann ist das alles mit Flüssiggas versorgt. Was ich jetzt benötige, ist Kohle. Ich brauche eine Kohlezufuhr. Eine Kohlequelle. Die ich hier weit und breit... Doch, die habe ich da unten. Da hätte ich eine. Hm. Ich könnte jetzt ein Band darunter legen und sagen, gut, ich baue da unten. Oder ich hole die Kohle direkt von da. Ich glaube, von da wäre schon fast sinnvoller. Muss mich hier nur durch den Wald ein bisschen durchkämpfen. Dann hätte ich aber noch ein Problem mit... Erzförderer. Die habe ich jetzt gerade nicht dabei. Aber ich muss eh runterlaufen. Gut, das passt soweit. Ja. Ich muss eh runterlaufen, denn ich werde ein Band runterlegen. Also ich werde jetzt keine Zugstrecke hier hinlegen. Ich werde jetzt einfach ein Band legen. Und das wird auch nicht irgendwie wunderbar schön gelegt. Das wird jetzt hier einfach komplett einmal gerade durchgezogen und dann einmal komplett gerade runtergezogen, dass da unten irgendwo Kunststoff ankommt. So. Mhm. Das ziehen wir hier runter und dann stöpsel ich das hier irgendwo an, wo der Kunststoff ist, und da soll es da einfach drauf fließen und dann in die Kisten laufen. Ist ja alles nur, wie alles andere auch, provisorisch, ne? So. Dann ziehen wir das einmal hier runter. Die lange, lange Kunststoffstraße. Ich komme mir vor wie in Satisfactory. Haben wir auch eine lange Kunststoffstraße gebaut. Natürlich. Natürlich. Ist doch nicht wahr, oder? Wie viel Pech kann man denn haben? Kleiner Moment, das haben wir gleich. Räudige Natur.
stehst mir immer im Weg. So. Passt doch. Geht doch. Das gefällt mir nicht, dass die jetzt kaputt sind. Ja, da muss ich ein bisschen aufpassen mit dem Sprengen. Ne? Also das macht ja nicht nur die Bäume kaputt, das macht ja auch alles andere bei mir kaputt. Da muss ich ein bisschen ein Auge drauf haben. So. Machen wir hier kurz. So, passt. Kunststoff. Wo leite ich den denn hin? Jetzt muss ich gerade mal schauen. Also das ist ja das Bad, was immer leer ist, ne? Da, das ist das hier. So. Es läuft dann hier hoch. Und läuft dann hier direkt in die Produktion. Aber splitten wir das nicht sogar irgendwo vor, ne? Ja, hier wird es gesplittet und dann läuft es nämlich hier hoch. Ja, und läuft dann hier in die Produktion. Okay. Verstehe, verstehe. Das heißt, am intelligentesten wäre es, wenn ich das dann hier anschließe. Diesmal richtig rum. Ha, ich lerne. Ja, jetzt wird's gruselig. Der alte Mann lernt noch mal was. So, dann läuft's dann hier drauf. So, passt. Dann ziehen wir das hier einmal rüber. Natürlich. Natürlich. Warum auch nicht? Kann man ja mal machen, ne? Einfach was im Weg stehen haben. Ist es denn wahr? Ah, leck mich doch. Egal. Ist mir jetzt egal. So. Gut. Jetzt habe ich vergessen, was ich holen wollte. Was wollte ich holen? Was war's? Die Miner, die Miner, die Miner, die Miner. Denn ich brauche ja Kohle. Ohne Kohle keine, kein Kunststoff. Die hätten wir bei dem Knick hier unten stehen, ne? Da hatten wir, glaube ich, noch welche in den Kisten. Einen. Ernsthaft? Einen? Stehen die da noch alle drauf, oder wie? Ja, da gucken wir mal schnell. Da waren wir eh schon lange nicht mehr. Da gehen wir noch mal kurz hin. Hm. Eventuell. Ja. Das fehlt mir da jetzt schon wieder, aber Eisenplatten natürlich. Ich muss wieder eine kleine Produktion anlegen, die mir Bänder produziert zwischendurch. Jetzt habe ich die wieder fast alle verbraten. So. Vielleicht stehen da unten noch ein paar Miner, die ich mitnehmen kann. Schauen wir doch einfach mal nach. Hier steht sowieso alles mehr oder weniger. Aber das ist ja auch egal. Mein Auto. Nee, die Miner habe ich alle abgebaut, ne? Ja, die kann ich noch mitnehmen. Steht eigentlich auch komplett unnötig mittlerweile.
Was haben wir denn hier noch Schönes? Ah ja, den können wir mitnehmen. Wow. Da ist dann alles gerettet. Eieiei. Da habe ich noch das. Oh, eine Chemiefabrik. Den bauen wir mit. Was fehlt mir da? Ha. Gut, wie viele Miner habe ich jetzt? Ich habe jetzt... jetzt muss ich gerade schnell schauen... 4. Ein eingeschlagener und 3 Heile. Ja, das ist okay. Damit kann ich leben. Damit kommen wir klar. Ich habe eher ein bisschen die Befürchtung, dass die Bänder ausgehen, dass die nicht ganz reichen werden. Das wiederum könnten wir beheben, indem ich Eisenplatten hole. Indem ich dann die gelben Bänder nochmal hole und nochmal Eisenplatten. Bitteschön. Jetzt haben wir eine bessere Rüstung. Jetzt sind wir für alles gerüstet. Da. So schick sehen wir aus. Ich weiß gar nicht, ob wir großartig anders aussehen. Habe ich nie drauf geachtet. Aber ich glaube ein bisschen doch. Ein bisschen anders sehen wir aus, ne? So, dann holen wir schnell die gelben Bänder. Die habe ich da oben noch in der Kiste rumfliegen. Dann holen wir noch ein paar Eisenplatten. Und dann können wir auf dem Weg nach oben einfach schon mal fleißig Bänder produzieren, dass uns die gleich nicht ausgehen. Und dann können wir unsere Kunststoffproduktion da oben anlegen. Und dann sollte das doch wieder laufen, oder? Hoffe ich. Na, guck mal hier. Zack, zack, zack. Ernsthaft? Ey, Paddy, ganz ehrlich, wie blöd muss man sein? Oh. Ich bin so ein Trottel. Ja, man muss ja die Augen auch richtig aufmachen, ne? Das ist halt... Wenn man die Augen nicht aufmacht, dann... Ja, ist schwierig. Ist ja nicht so einfach. Mann. Sonst dahin gelatscht. Naja. Na. Bleiben wir schon rank und schlank. So. Zack. Dann nehmen wir noch mal einfach so ein paar wieder mit auf die Tasche. So, jetzt produzieren die mal ein paar Bänder. Das geht jetzt zwar wieder ewig und 3 Tage, weil ich das halt auch wieder als komplettes Paket genommen habe. Ist eigentlich doof. Diese 5er Schritte sind besser. Naja. Aber wir haben eh erstmal ein bisschen was zu tun da oben. So, hier sollte das Kunststoff dann runterkommen. Das Kunststoff? Der Kunststoff meinte ich natürlich. Ah, elendig ist der, die das hier. So. Ja, da müssen wir gucken. Eventuell müssen wir uns da halt ein bisschen von Hand durchbuddeln. Durch die Bäume. Aber das sollten wir hinkriegen. So, dann haben wir hoffentlich unser Kunststoffproblem erst einmal gelöst. Gut. Und Kunststoff haben wir dann hier oben. Da muss ich nochmal kurz ran hier. So, auf der Höhe hier ungefähr. So, passt. Gut, jetzt, ja, lustige Holzhacken. Geht los.
Brauchen halt ein bisschen Platz. Müssen wir irgendwie ein Band hier lang legen. Ein Band und Strom. So, das passt soweit. Da machen wir hier auch mal kurz einen Übergang. So. Und weiter geht's. Sehr schön. Oh, ein richtig schönes, großes. Das ist schon ein ordentliches Kohlefeld, ne, was wir hier haben. Ah, 7 Millionen. Ah, 7,8, also fast 8 Millionen. Das hier sieht man schon, das ist richtig dicht. Das ist schon, ist schon vernünftig hier, ne? So. Elektrische Erzförderer, das sind die hier. Nehmen wir mal hier, hier, hier. So, sollte erstmal reichen. Dann legen wir einmal hier das Band. Hatte ich mich jetzt da durchgebuddelt hier oben. Jo, das wird nicht reichen. Naja, wir sind ja gleich dran. Wir haben ja gleich wieder ein paar. In der Zeit mache ich schon mal ein bisschen Platz. Dann kann ich euch schon mal in der Zeit, wenn ich jetzt eh gleich, wenn mir das jetzt eh gleich hier gerade ausgeht und ich noch kurz warten muss, kann ich in der Zeit einfach schon mal die Strommasten legen. Na. Dass wir die Förderer schon mal mit Strom versorgen, dann können die schon mal ein bisschen anfangen mit Arbeiten auf jeden Fall. Doof rumstehen und warten bringt ja auch nichts. So. Schon wieder so ein Störsignal. Moment. Ich glaube, mein Handy macht da wieder irgendwelche Faxen. Versucht da wieder irgendjemand mich anzurufen? Eigentlich nicht. Eigentlich weiß keiner, dass ich existiere. Ihr seid die Ausnahme, aber verratet's keinem. So. Guck mal, den kann ich da platzieren. Ist doch sehr schön. Da, schön, jetzt rattern die los, das passt. Wunderbar, das ist ein Geräusch, was ich mag. Das klingt nach Arbeit. Die machen was. So, die produzieren. Wir müssen das jetzt nur noch nach oben bringen. Das hinhaut. Von der Länge her. Wahrscheinlich nicht. Und so schon dreimal nicht. Einmal außen rumlaufen. Passt. Es passt. Und ich habe einen Freeze. Wunderbar. So. Die Bänder drehen wir gerade mal alle um. Das brauchen wir nicht. Fertig. Gut.
Oh, ist das schön. So. Dann wollen wir mal. Machen wir mal hier links. Zack, zack, zack. Da haben wir das da drauf. Den vielleicht nicht, aber den. Und den. Und dasselbe machen wir da nochmal hier so rum. Nach oben. Als Ausgabe. Wunderbar. Dann brauchen wir Stroh. Den sollen die bekommen. Da wollen wir nicht rumgeizen. Das passt auch. Ne? So wollte ich den nicht. So will ich den. So. Oh. Das ist ja ein Traum. Oh, guck mal, was für eine Geschwindigkeit die das da rausschießen. Ich glaube, ich habe nämlich unten das Problem, dass der nämlich nicht genug Dings kriegt. Ich habe nämlich geguckt, die Produktion vom Kunststoff, und die ist unglaublich lahmarschig. Die ist unfassbar langsam. Es liegt aber daran, dass der unten nicht genug Ding hier kriegt, Flüssiggas. Das ist das Problem. Guck mal, die Kohle staut sich auch schon. Wunderbar. Das Kunststoffproblem ist sowas von gelöst. Oh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Das ist doch schön. Das sehe ich gerne. Geil. Also Kunststoffproblem haben wir gelöst, würde ich behaupten. Vorerst mal. Ich wusste nicht, dass sie so schnell produzieren können. Das ist sehr, sehr schön. Das freut mich jetzt. Gut, das Problem ist auch weg. Dann können wir uns dann endlich mal an die Roboterdinger hier wenden, ne? Jetzt haben wir Stahl, jetzt haben wir Kunststoff, jetzt haben wir doch alles, was wir benötigen. Ja, das Einzige, ich brauchte ja, was war's? Hangar brauchte ich, ne? Roboterhangar. Genau. Und dafür brauchte ich... Nee. Doch, Hangar brauche ich auch, definitiv. Ich brauche auch noch die Roboter. Dafür brauche ich das. Okay. Habe ich wieder falsch geguckt vorhin? Ja, ich habe wieder falsch geguckt vorhin. Ich brauche gar keinen Kunststoff. Für irgendwas brauche ich Kunststoff. Ich habe es wieder vergeringt. Und ich habe wieder falsch geguckt. Egal. Kunststoff war eh ein Problem. Jetzt haben wir es gelöst. Fertig. Fertig. Wunderbar. Guck mal, die gelben Flaschen haben sich auch schon ein klein bisschen gestaut. Das ist jetzt, ja, immerhin schon mal ein Anfang, weil wir halt nichts gerade mit denen forschen. Das ist aber ganz gut, dass die schon ein bisschen vorproduzieren. Haben wir es später ein bisschen leichter, also ein bisschen schneller bei der Forschung, weil wir schon ein bisschen vorproduziert haben. Sehr gut. Ja, wie geht's denn jetzt weiter? Was brauche ich denn jetzt als nächstes? Ich bräuchte Hangar eigentlich, ne? Genau, und da hat er mir angezeigt, dass ich Ding habe. Cool. Doch, wir brauchten Kunststoff. Moment. Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich bin unglaublich vergesslich in letzter Zeit. Das ist fürchterlich. Ich weiß nicht, woran das liegt. Genau. Das Problem mit dem Kunststoff war ja, dass die roten Schaltkreise nicht mehr produziert worden sind oder viel zu wenig, weil wir zu wenig Kunststoff gekriegt haben. Die könnten viel mehr produzieren. So, und jetzt sollte doch eigentlich der Kunststoff gleich ankommen. Und dann sollte die Produktion ja hier in die Höhe schießen. Ha? Die sollte jenseits von Gut und Böse sein. Die sollte so dermaßen überproduzieren, dass die Kisten explodieren. So viel müsste da reinschießen. Oder? Wieso hat denn der keinen Strom? Willst du mich verarschen? So. Mach das doch nicht. So, da kommt unser Kunststoff angeflitzt. Und jetzt sollte der schön auf das Band gleich laufen. Jetzt gibt es nicht nur so schubweise Kunststoff, sondern jetzt haben wir eigentlich durchgehend Kunststoff. Ja? Jetzt produzieren wir ununterbrochen Kunststoff. Und nicht nur so häppchenweise. Das sieht nämlich schon mal ganz anders aus.
Das sieht doch schon mal viel, viel besser aus. Ja, guck mal, er fängt sogar schon an, sich zu stauen. Oh, ein Traum. So muss das sein. Das Band muss einfach voll stehen. Ja, das ist wichtig. Volle Bänder sind gute Bänder. Wenn die immer voll stehen, ist super. Wenn das so wie hier unten alles voll steht, dann weißt du, okay, du musst dir keinen Kopf machen, die sind versorgt. Ja, guck mal. Jetzt können die auch durchgehend produzieren und müssen nicht immer ewig warten, bis wir so ein Häppchen Plastik kriegen. Sehr schön. Gut, das heißt, wir sind jetzt unserem Lager, mit dem Lagersystem immer noch nicht wirklich weitergekommen, weiter vorankommen. Aber wir lösen gerade ein Problem nach dem anderen, beziehungsweise ich löse hier gerade ein Problem nach dem anderen. Das ist sehr, sehr gut. Das ist sehr gut. Ja. Da lassen wir das jetzt erstmal alles so laufen, ne? Wunderbar. Das ist voll. Jetzt will ich noch mal kurz gucken. Ich müsste die Folge beenden, das mache ich auch gleich. Aber ich will mal kurz gucken. Ich habe doch eigentlich eingestellt drüben beim Lager, dass sie sagen, okay, hier, das sind alles die Kisten für die Zahnräder. Und die müssten jetzt, wenn, also die sollten rein theoretisch alle voll sein, oder? Weil die Abgabekisten. Die Ausgabekisten, die sind ja voll. Das heißt, ihr müsst ja jetzt die ganze Zeit hier eigentlich gesagt kriegen. Ihr müsst jetzt die ganze Zeit gesagt kriegen, hier bringen die hier rüber ins Lager, weil die sind dafür da. Die fordern das ja an. Das heißt, wenn die jetzt hier nicht alle voll sind, ja, dann läuft nämlich irgendwas falsch. Und zwar ganz gewaltig. Verstehe ich wieder nicht. Wo ist denn jetzt schon wieder der Wurm drinne? Ich hab doch. Aber guck mal, die sind doch alle miteinander verbunden. Oder? Nee. Sind sie nicht. Wieso sind die jetzt nicht mehr miteinander verbunden? Wieso steht der eine Hangar jetzt da oben so weit weg, dass er mit dem anderen nicht mehr verbunden ist? Ja doch, sind sie. Aber wenn ich auf die Kisten gehe, die zeigt er mir nur bis hier an. Den Hangar in der Mitte, den akzeptiert er gar nicht. Wenn ich so drauf gehe, hängen die aneinander. Aber den akzeptiert er nicht. Beziehungsweise der blinkt. Moment, der hat keinen Strom. Ich Idiot. Der hat einfach keinen Strom. Oh nein. Daran liegt's. Ich bin ein Trottel. Entschuldigung. So. Problem gelöst, hoffe ich. Deswegen haben die hier nichts gemacht. Da, jetzt flitzen sie wieder los. Jetzt machen die wieder was. Ja, jetzt arbeiten die wieder. Der hat ja einfach keinen Strom. Aber wieso habe ich den Strom vergessen? Der müsste doch erst Strom, also der müsste doch Strom gehabt haben. Rein theoretisch, weil am Anfang haben die ja auch was gemacht. Und das war so. Ah, ich glaube, die haben immer so ein bisschen Reststrom, wenn man die baut, ne? Den haben sie dann aufgebraucht und dann war vorbei. Ja, ist natürlich blöd. So, jetzt sollten die aber befüllt werden, ne? Kann man hier kurz, zack.
Jetzt sollten sie die Kisten befüllen. Da gucken wir nochmal kurz, ob die Roboter hier gleich ankommen. Wie sieht es jetzt stromtechnisch aus? Ah. Jetzt sind wir aber schon. Vorher waren wir, glaube ich, noch da irgendwo. Ne, jetzt sind wir schon hier. Teilweise. Ja, da müssen wir uns vielleicht bald doch Gedanken machen, wie wir das machen. Ja, guck mal, jetzt sortieren die das schön. Haben wir hier dann die Zahnräder, die Stangen, die. Die Rohre. Da schmeißen sie jetzt alles rein. Mir egal. Ja. Es wird dann alles schön sortiert. Jetzt laden die hier wieder auf, ne? Ist schon cool. Hört jetzt mal auf, die Scheiße da reinzuschmeißen. Hört auf mit dem Kack. So. Genau, wie ich das mit den Kürzeln mache, wie das alles funktioniert mit den Kürzeln und so. Ja, da mache ich mir halt bis zum nächsten Mal irgendwie vielleicht mal ein paar Notizen, ein paar Gedanken, wie ich das alles mache. Aber es funktioniert. Wir sehen, es funktioniert. Mein Lagersystem funktioniert. Jetzt müssen wir das Ganze noch irgendwie richtig einstellen, optimieren und dann alles auf die Produktion noch anwenden. Und. Ja, das kriegen wir aber alles hin. So, gut. Aber alles erst in der nächsten Aufnahme, / Folge, wie auch immer. Gut, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen, vielen Dank. Und ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao.